Die Ausstellung Andy Warhol und Keith Haring, Party of Life, ist die weltweit erste institutionelle Ausstellung, die sich den beiden Künstlern zusammen widmet. So an important point of departure for the conception of the exhibition was the Brandt Horse Collection. We have over 120 works by Andy Warhol and also a growing number of Keith Haring's artworks. Das Museum Brandt Horst beherbergt die größte Sammlung an Warhol-Werken in Europa mit über 120 Werken. Andy Warhol und Keith Haring kommen beide aus Pennsylvania, beide aus eher konservativen Strukturen, aus christlichen Haushalten und beide hat es dann aber eigentlich sehr schnell nach New York gezogen, aber tatsächlich 30 Jahre versetzt. In der Ausstellung zeigen wir die wenigen Kollaborationen, die es zwischen den beiden gibt. Zum Beispiel Hochzeitsgeschenke, die sie für die damals noch unbekannte Sängerin Madonna geschaffen haben. Gleichzeitig zeigen wir in der Ausstellung auch viele Porträts, die sie voneinander geschaffen haben. Zum Beispiel hat Keith Haring Andy Maus entworfen. Warhol dagegen hat Keith Haring mit seinem Partner Joan Dubose in einer innigen Umarmung porträtiert oder wirklich auch private Aufnahmen von Keith Haring am Strand geschossen. The title of the exhibition, Party of Life, actually comes from Keith Haring himself. He became very successful in the early 1980s. He was making money from his art. And in the year 1984, he decided that on the occasion of his birthday, he would invite thousands of guests, which he did. And they would celebrate in the infamous Paradise Garage, which was a nightclub in New York at the time. Gleichzeitig geht es auch viel um Homosexualität, um Queerness, um Gemeinschaft, um Exzess, aber auch um die brodelnde Krankheit AIDS. Keith Haring, he defined himself as a social activist. He was part of many protests and he also created art to reflect these causes that were very important to him. And it's ranged from bringing awareness to the AIDS crisis, but he also stood up for other political causes like the anti-apartheid movement. He created this Free South Africa poster, which means a lot to me because coming from South Africa, it was important that international solidarity was shown. Mein persönliches Highlight ist tatsächlich die Time Capsule 522. Das ist eine Sammlung von Andy Warhol, wo er eben auch ganz viele Objekte von Keith Haring gesammelt hat, von Jean-Michel Basquiat, Kunstwerke, aber auch Rechnungen von MTV, Weihnachtskarten. Also ganz, ganz viele Dinge, die eben so sehr stark auch von den 80er Jahren und von seinem Leben zeugen und eben genauso Kunst sind wie das große Painting an der Wand. In one of the vitrines, we're displaying all of these record covers that Andy Warhol and Keith Haring designed. And we thought, well, why should the records kind of, you know, remain silent in these vitrines? And so together with Public Possession, we have an event series called Liquid Rhythms, where there'll be music also played throughout the exhibition. So visitors can also hear the music from this time and from the people who were around Andy Warhol and Keith Haring. Die Ausstellung widmet sich ja sehr stark den 1980er Jahren um Andy Warhol und Keith Haring und ihre Beschäftigung in dieser Zeit mit wirklich gesellschaftspolitischen relevanten Themen. Und gleichzeitig zeigt die Ausstellung aber auch, wie relevant diese Themen heute noch sind. Und da geht es um Stigmatisierung von Krankheit, um Queerness, um Aktivismus, um Zusammenrücken in Krisenzeiten. Also alles Themen, die heute mindestens genauso aktuell sind, wie sie zu Zeiten von Andy Warhol und Keith Haring waren.